für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, eine Vorbemerkung. Ich finde schon bemerkenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen, über alle Fraktionen hinweg, welches Interesse diese Debatte auf der Länderbank findet. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, es geht um ein Paket von insgesamt 10 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt und dann noch mal das 5 Milliarden Investitionspaket. Und auch bei den 10 Milliarden sind ja sehr viele Aspekte dabei. Verkehrsinfrastruktur, digitale Infrastruktur, CO2-Gebäudesanierung, Klimaschutz und so weiter, was dann auch für den Ländern und den Kommunen zusätzlich noch einmal zugutekommt. Und ich beginne deswegen damit, Frau Kollegin Hinz, Sie haben in einem, leider nur in einem Nebensatz gesagt, dafür sind wir eigentlich nicht zuständig, Betriebskosten Kindergärten. Und Frau Kollegin André, Sie haben eine lange Latte an kritischen Bemerkungen gemacht, was alles nicht in Ordnung ist. Ich will Ihnen sagen, dass mich schon etwas geärgert hat, vor 3, 4 Wochen die Töne, die besonders aus der Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Bundesfinanzminister gekommen ist, er mache eine kommunalfeindliche Finanzpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sich mal die Mühe macht und aufreiht, seit dem Jahr 2010, seit dem Jahr, seitdem Wolfgang Schäuble hier Verantwortung trägt als Bundesfinanzminister, dann gab es eine Entlastung von Ländern und Kommunen durch den Bund für Dinge, für die der Bund nicht zuständig ist. Wir sind nicht zuständig für Grundsicherung im Alter. Wir sind nicht zuständig für die Kosten der Unterkunft. Wir sind nicht zuständig für die Hochschulen. Wir sind nicht zuständig für die Kindergärten und Kinderkrippen. Es gab eine Entlastung von 125 Milliarden Euro in diesen 9 Jahren, seitdem Wolfgang Schäuble Bundesfinanzminister ist. Deswegen finde ich solche Vorwürfe völlig unangemessen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt, den wir heute beraten. Übrigens, es hat noch nie einen Nachtragshaushalt gegeben in den letzten Jahrzehnten, wo ein Nachtragshaushalt beraten wurde, um Mehrausgaben ohne neue Schulden zu machen, sondern davor ging es immer darum, um Schulden zu machen, um den Haushalt auszugleichen. Das ist schon, lieber Kollege Kindler, ein diametraler Unterschied zu den Dingen, die unter Rot-Grün passiert sind. Und es wird auf einen Punkt ankommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bei den Dingen, die wir jetzt machen, insbesondere bei den 3,5 Milliarden, bei den 1,5 Milliarden. Von den 125 Milliarden stehen nach politischen Vereinbarungen den Kommunen 82 Milliarden zu. 82 Milliarden Euro. Grundsicherung im Alter sollte komplett den Kommunen zugutekommen. Gucken Sie sich mal manche Landesgesetze an, Ausführungsgesetze, wie die aussehen. Da gab es schon Umleitung der Finanzströme. Und deswegen ist mein Appell an Sie, an uns alle, dass wir wirklich hingucken bei den 3,5 Milliarden und auch bei den 1,5 Milliarden, dass nicht wieder über Vorwegabzüge in kommunalen Finanzausgleichsgesetzen die Landesregierung sich das in die Tasche stecken, was wir als Bund den Kommunen zukommen lassen wollten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt entsteht ja immer der Eindruck, dass nur der Bund Steuereinnahmen hat. Wenn wir uns diese letzten Jahre von 2010 bis 2018 mal betrachten, dann hat der Bund Steuermehreinnahmen von 79 Milliarden Euro gehabt. Die Gesamtheit der Länder aber 85 Milliarden und die Gesamtheit der Kommunen 30 Milliarden. Das heißt, so ist die Verteilung der Gemeinschaftssteuern zwischen Bund und Ländern. Es ist mitnichten so, dass die Länder keine Steuermehreinnahmen haben. Es ist mitnichten so, dass die Gesamtheit der Kommunen keine Steuermehreinnahmen hat. Bloß dann erklär mir mal einer, und da muss ich mal wieder auf Länder zurückkommen, wenn Länder wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg durch Steuermehreinnahmen, durch die Entlastung durch den Bund, das geht in zweistellige Milliardenbeträge aktuell rein, wie die es nicht schaffen, ausgeglichene Haushalte hinzukriegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was der Bund hingekriegt hat, und Kollege Kindler, das sollte man schon feiern. 2010 mit 86 Milliarden gestartet, 2014 in Null und jetzt in der Lage sein, 15 Milliarden zusätzlich auszugeben. Das ist allen Grund zu feiern, lieber Kollege Kindler. Wenn Sie uns hier vorwerfen, wir setzen das Geld nicht für Zukunftsinvestitionen ein, dann gucken Sie sich mal an,
Wir sind gestartet unter Ministerin Chavan beim Einzelplan 30 2005 mit 7 Milliarden Euro. Wir werden enden in der mittelfristigen Finanzplanung im 30er bei 17 Milliarden Euro. Das heißt, in gut einem Jahrzehnt haben wir von über 10 Milliarden draufgepackt, mehr als verdoppelt. Das gibt es nicht noch einmal in der Welt und das gibt es noch nicht einmal in Europa. Das heißt, wir investieren nicht nur in Beton, wir investieren in Köpfe, in Forschung und in Bildung. Und wenn wir uns mal die Aufteilung der 7 Milliarden Euro angucken, dann gehen fast 2 Milliarden für Klimaschutz, Energieeffizienz, CO2-Gebäudesanierung drauf. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wir brauchen Ihren Nachhilfeunterricht nicht. Wir wissen, dass dort Zukunftsinvestitionen zu tätigen sind. Und diese knapp 2 Milliarden sind im Haushalt des Bundeswirtschaftsministers und der Bundesumweltministerin gut angelegt. Und zum Verkehrsbereich. Wir werden im Jahr 2017 mit dem, was wir schon geplant haben, mit den 5 Milliarden zusätzlichen Steuermitteln, mit den Maut-Mehreinnahmen und jetzt mit den gut 3,25 Milliarden im Jahr 2017 über alle drei Verkehrsträger hinweg die Forderung der Dere-Bodewig-Kommission erreichen, 13,5 Milliarden für alle Infrastruktursysteme. Und bei der Straße werden wir sie auch erreichen mit 7,3 Milliarden. Und wir werden im Jahr 2018 drüber liegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ein Kraftakt. Ja, wir haben gesagt, erst eine schwarze Null, um Spielräume zu haben und dann in die Zukunft investieren. Und ich glaube, das ist nachhaltige Finanzpolitik. Nachhaltige Finanzpolitik ist nicht Schulden machen und dann warten, dass das Wetter schön ist, sondern wir haben uns die Null erarbeitet, jetzt ist das Wetter für uns schön und jetzt können wir das Geld auch zukunftsgerecht ausgeben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein Appell an uns alle. Hier stehen 1,1 Milliarden für Breitbandausbau drin. Es gibt Länder wie Bayern, die geben jährlich selber 1,5 Milliarden aus. Manche Länder tun gar nichts. Ja, Kollege Bartsch, das Land Mecklenburg-Vorpommern macht außer europäischen Mitteln an dieser Stelle nichts. Und deswegen wird es darauf ankommen. Ja, wissen Sie, ich bin nicht so, auch was das Thema betrifft, wenn wir für Kommunen Geld vorsehen, dass ich dann nicht kritisiere, und wenn es eine rot-schwarze Landesregierung ist, dass das Geld bei den Kommunen nicht ankommt. Gucken Sie sich meine Pressemitteilung an zum Thema Hochschulpakt Mecklenburg-Vorpommern. Gucken Sie sich meine Pressemitteilung an zum Thema Entflechtungsmittel. Da weise ich schon darauf hin, dass im Bereich Straßenbau, ÖPNV das Geld auch bitte bei den Kommunen ankommen soll und sich nicht die Hälfte die Finanzministerin in die Tasche steckt. Und deswegen will ich abschließend wirklich nochmal an uns alle diesen Appell richten. Man kann über manches debattieren, auch über die Verteilung, über die Gewichtung, Kollegin Hinz. Es gab bei uns auch kritische Anmerkungen zu dem Thema Kassenkredite. Man kann sich über Kassenkredite auch trefflich streiten. Sie haben unter anderem auch eine Ursache bei in der Kommunalaufsicht. Aber die Herausforderung, die ich für die nächsten Jahre für uns sehe, dass wir als Bundestagsabgeordnete unabhängig von Regierung, Opposition, Bund oder Land wirklich darauf gucken, dass was wir politisch für die Kommunen vorsehen, dass das bei den Kommunen auch ankommt. Denn wenn das bei den Kommunen nicht ankommt, dann hilft auch nicht immer mehr Geld hineinpumpen. Es kann nicht sein, dass die Länder ihre Haushalte damit sanieren. Dort vor Ort spielt die Musik bei den Kommunen und nicht in den Ministerialstuben, in den Landeshauptstädten. Herzlichen Dank. Der Kollege Juratovic ist nächster Redner für die SPD-Fraktion.